Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu FIFA 23 Ultimate Team, Spiel Nummer 3 diese Woche. Wir können heute den vierten Sieg einfahren und das wollen wir auch machen natürlich. Müssen wir mal gucken, ob das möglich ist. Gnabry hat irgendwie wieder... Oh, cool. Gnabry hat irgendwie wieder zu seinem alten Spielstil zurückgefunden. Der trifft wieder. Kann man sich absolut nicht beschweren drüber. Finde ich gut. Da sehen wir übrigens Fernandes. Boah, Timber, der Innenverteidiger, Alter. Puh, Junge, Junge, Junge. Genau, spielen. Rivals. Spiel starten. Wollen natürlich jetzt hier noch ein paar Punkte holen. Ist ja logisch. Schauen wir mal, ob uns das gelingt. Ach komm, spielen wir wieder in Rot. Mir gefällt das Rot einfach besser mit dem Logo zusammen. Muss ich einfach mal so direkt sagen. Ich finde das Weiß mit dem Blau außen super komisch. So, nice US, nice Us. Von FC Millwall. Ballack. Ball weggespitzelt. Benzema 1-0. Schön gespielt. Ball in die Mitte gegeben. Löst die Situation eigentlich. Boah, super, super Parade von Casillas. Alaba hat die Situation eigentlich schon fast gelöst. Zumindest nicht ganz beendet. Und das ist klasse gemacht von Davies, der den Gegenspieler anköpft. Ich möchte nur noch mal rekapitulieren ans letzte Spiel. Da war das genau ein Elfmeter, dieses Auflaufen lassen, was er gerade mit Morientes macht. Weil da war Carvajal auch zuerst am Ball. Gegner läuft auf ihn auf. Und kassier's. Macht einen soliden Job. Alfonso Davies. Oh, kommt nicht hin. Davies. Ist nicht schnell genug. Schön rausgekretscht von hinten. Abseits von Mané. Nach dem Pass von Schweinsteiger. Schlecht ausgeführter Pass. Davies umso besser reagiert. Mann, wie kann man denn den noch verziehen von da? Um Himmels Willen.
Wahnsinn, oder? Bringt den Gegner dann mal kurz in Gefahr. Das ermöglicht Lücken, wollte ich gerade sagen. Das ermöglicht Lücken! Oh, und Gnabry kann sich nicht gut genug am Gegenspieler vorbeischieben. Das wäre, glaube ich, abseits gewesen von Morientes. Niemals war das ein Foul, niemals. Casillas. Stark. Brutal stark. Das sind so spanische Keeper da heute geliefert. Gnabry, Gnabry, oh Sunny, Sunny, Money. Ja, beide Mannschaften schaffen es. Und wieder Casillas, das ist unfassbar. Wir machen das, was letztes Mal auch schon gut funktioniert hat. Kein Abseits. Und magisch vom Gegner weggegangen, aber den Ball behalten. Ganz, ganz magisch. Davis. Schaffen es gerade nicht mehr, einen Ball hinten aus der eigenen Hälfte rauszukriegen. Jetzt da. Es ist sofort immer irgendeiner da, der uns attackiert. Sehr nervig. Oh, Morientes hat da kurz mal genug Platz. Gnabry muss wieder mehr nach hinten mitarbeiten. Es ist ja. Einerseits, ich kann verstehen, er ist Offensivkraft, er läuft viel, aber er muss trotzdem nach hinten mitarbeiten. Das fehlt mir bei Gnabry. Hat immer wieder tolle Ideen, aber wie gesagt, es ist halt, ja. Und Torschuss, Abschluss, um Himmels Willen. Wir müssen so viel mehr Tore schießen. Und wir machen die einfachsten Sachen nicht. Thuram, schauen, ob wir Morientes und dem Tempo ein bisschen ausgleichen können. Davies müssen wir aufpassen, der ist platt. Aber gut, es ging jetzt alles in Angriffe, gingen über Davis. Mal schauen, ob es in der zweiten Halbzeit jetzt Ding dran ist, Carvajal. Notfalls können wir da Meunier noch aufstellen. Bale jetzt mit auf dem Platz. Da haben wir ihn schon. Bale 2-0.
Das ist natürlich für unseren Gegner jetzt bitter. Ist gerade am Ende der ersten Halbzeit jetzt besser geworden, besser ins Spiel reingefunden. Und dann kommt literally die erste Aktion Richtung Tor. In der zweiten Hälfte von uns. Und die sitzt schon wieder. Und wieder Casillas, zack. Der ist halt von einem anderen Stern. Wieder Casillas. Spinazzola, oder toll, wie er sich durchdribbelt. Spielt den nächsten Pass und der Ball ist wieder weg. Hauptsache, ich habe Bale in den Dribbling stehen lassen. Ja, und wie er den Ball von Schweinsteiger kriegt, das ist mal wieder ein Rätsel. Ein Abseits, Bale! Oh! Toll gespielt! Casillas. Defensiv stehen wir stark hinten. Ja, lächerlich. Das ist genau das, was ich sage bei Ecken. Es schauen wieder alle zu. Alle. Keiner reagiert mit. Seht ihr das? Keiner reagiert mit. Alle schauen zu. Zählt kein Abseits. 3-1 Thuram. Schön gespielt. Ist wieder bitter. Sind wir zu. Das ist Semi Hernandez zurückzieht. Das ist dann das, wo ich sage, es ist irgendwo gescriptet. Weil das kann nicht sein, dass jemand, der so gut in Tackling-Position ist, auf einmal sagt, nee, das Tackling mache ich nicht. Ohne jeglichen Grund. Ballack, Bale. Bisschen lächerlich, wie er den Torhüter jetzt rauszieht. Schön steigen. Giroud, ja! Ja, nee, ist klar, Giroud überläuft alle, oder? 500 Tempo, Junge. Habt ihr Giroud schon mal laufen sehen?
Ballack. Benzema 4-1. Zack. Bale stark gemacht von Waliser. Nein, Mané! Davis ist platt. Davis ist platt. Sieg! 4-1. Danach hat es in der ersten Halbzeit nicht ausgeschaut, dass es so deutlich wird. Aber ja, er hat sich's am Ende selber eingeschenkt. Er hat ein paar Entscheidungen getroffen, verteidigungsmäßig, die nicht gut waren. Und nur hinten reinstellen ab dem dritten war dann auch nicht die richtige Methode, wie wir sehen hier. Aber natürlich das entscheidende Tor, das von Gareth Bale. Schöner Schuss, aber heute ist eigentlich der Fokus auf jemand anderem. Ich könnte schon das Tor nehmen von Bale. Oder das von Thuram, ist mir wurscht. Entscheidender Faktor, warum wir dieses Spiel heute gewonnen haben, war er hier. Iker Casillas. Ah, nee. Der Jubel gefällt mir nicht ganz so. Exakt derselbe Jubel. Hat Casillas nur einen Jubel? Das ist ein geiles Land, ey. Nehmen wir das in der ersten, von der vierten Minute her. Das war praktisch der erste Ball. Das war ein toller Ball. Das war eine tolle Passstaffette. So, und jetzt Achtung. Ball in den Rücken. Morientes macht den Platz frei. Benzema sagt, okay, das müsste gehen. Zack ins lange Eck. Ohne Chance. Für Chesney. Rasse dann da vielleicht ein bisschen aus. Oder auch verhalten. Na, wieder viermal klatschen, viermal Faust, jawohl. Apropos, viermal Faust. Ne, seine Handschuhe sind hier nicht zusammengenäht. Story dahinter. Iker Casillas hat sich in einem Spiel mal einen Finger gebrochen. Und daraufhin hat er
nicht mehr in den Handschuh reingepasst und somit hat man dann diesen Handschuh aufgeschnitten, Ringfinger oder Mittelfinger war das, glaube ich, und hat die zwei Finger zusammengeklebt. Und somit hatte Cassius praktisch an einer Hand immer nur vier Finger, beziehungsweise vier Möglichkeiten. Kenne ich aber gut als Handball heute, dass man sich irgendwelche Finger zusammenklebt. Deswegen, joa. So, aufgestiegen, Division 7. Greifen wir nächste Woche an, da freue ich mich doch drauf. Klasse Spiel, klasse Torhüter, ich bedanke mich fürs Zuschauen, sagt Ciao mit V, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns.